Moin Leute, willkommen zur nächsten Folge Stationeers Titan. Oh, hey. Wir haben jetzt hier ein bisschen Kabel dabei. Jo. In der letzten Folge haben wir beschlossen, dass wir einen neuen Gas Fuel Generator bauen. Und dem möchte ich mich auch ungebremst annehmen. Ey, der ist ja auch ultra billig, ne? So. Rausgehen, Iron holen, einschmelzen, die Scheiße, fertig. So, der Gas Fuel Generator. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Das ist völlig entspannt, dass wir keine Ressourcen mehr holen müssen. Ja. Mir geistert das Thema ehrlich gesagt auch noch im Kopf rum, was machen wir mit den Ressourcen, die wir nicht benötigen. Dafür habe ich keine Lösung. Außer diese Ressourcen einzuschmelzen und nochmal 3, 4, 5 Silos zu bauen und den ganzen Schrott da zu sammeln. Quasi ein Endlager an guten Ressourcen, die wir nicht verkaufen können, weil das Handelssystem eben scheiße ist. Macht die Produkte billiger. Keine Ahnung, die ersten 10 kriegst du richtig Kohlen, die nächsten 20 weniger Kohlen, die nächsten 50 weniger Kohle und ab 100 eben ganz, ganz wenig Kohle. Sodass man die Scheiße los wird, weil, machen wir uns nichts vor, ne? Nickel ist, wird zum Problem nachher. Ja, das ist natürlich noch, ne? Ich habe ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass jemand, von dem Team, die das hier macht, der deutschen Sprache mächtig ist und vielleicht dem einen oder anderen zuschaut, also nicht mir, ja, sondern dementsprechend ja, und sich so die Infos holen. Von dem, was die Leute auf YouTube sagen. Schade, dass ich das nicht auf Englisch spiele. Und das wäre natürlich denn schon heftiger. Aber was machen wir hier in Deutschland denn? Das ist denn die Frage. Das will ich natürlich nicht. Ich möchte natürlich hier mein Land ein adäquates Let's Play abliefern. Das ist so. 1, 2, 3. Was ist da oben? Stahl, Stahl, Stahl. 2. Und 3. Einen. Ja, das macht er schon. So ein Gas Fuel Generator hier hinten, weil den hier anzubinden mit dieser Probe, mit den ganzen Provisorien, die hier gebaut wurden. Nee. Brauchen denn da hinten auf jeden Fall noch eine Atmospherics? Also hier, was die Filteranlagen angeht, das ist natürlich, das geht auf keine Kuhhaut. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Die Atmosphäre wird aber, glaube ich, auch hier gebaut, ne? So, Rinder. So. Ja. Was noch? Die Advanced Finesse, die können wir dann direkt nochmal Anschluss machen, wo die auch immer gebaut wird. ADV. Wird gebaut und wo? Kit Advanced Finesse. Electronics Printer T2. Oh, ich habe Sendepause. Ich habe Sendepause, schalalalala. Ich habe Sendepause, schalalalala.
Da ist der Kollege, der das hier macht. Gas Fuel, Atmospherics und die Rakete kommt wieder. Ein Regen. Egal. Finde ich ja gut. So. So. Gas Fuel Generator. So, den wollen wir dahin natürlich aufbauen. Und die Hitze. Die wollen wir natürlich nicht haben. So. Ja Quatsch, die Hitze, die wollen wir natürlich haben. Das heißt, ja, kommt drauf an. Hier hinten werden wir uns nie aufhalten. Im Groben und Ganzen. Wir wollen es aber schon so hier hinten mäßig haben. Ist natürlich die Frage. Den Quatsch können wir doch abbauen, ne? Wir den Quatsch abbauen. Wenn wir hier einen richtigen Flut rausmachen. Oder wir basteln uns hier hinten halt. Hier hinten einmal durch. Und hier den Gas Fuel hin. Der Gas Fuel Generator. Hier ruhig schon hinten sitzen da. Wir wollen deine Abgase haben, Herr Kollege. Deine Abgase sind uns ein willkommenes Geschenk. Das ist so. So, der sollte eigentlich noch 5 Megapascal nur noch. Da hatte ich den nur 5 Megapascal aufgeblasen. Brauche ich so viel Kaltgas beim Schmelzen? Nee. Nee. Wo steht denn hier? Achso, die Temperatur da muss ja stehen.
So, das heißt, Hot, hotter am hottesten. So, was haben wir denn jetzt hier für ein Temperature? 1780 Grad. Das heißt, wir sind schon über 1900 Kelvin. Das ist natürlich erstmal eine Sandung. Das ist natürlich erstmal auch ein Ding. 1000 oder 2000 Kelvin sind schon da. Ja, aber hier kann es nur noch kälter werden. Ne? Das ist so. Also auch der Guest View würde die gesamte Situation runterkühlen. Aber ist ja nicht schlimm. Not enough paint in spray paint red. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich wie gewohnt hier im Toolmaker mittels Eisen die Sprayball machen? Ja, kann ich. Gut, und die hat dann auch wieder 100%. So. Das heißt, ich kann das Red hier entspannt verschrotten. So, jetzt gehen wir den raus, setzen den noch hin. Wir müssten eigentlich Fuel noch herbringen. Fuel ist ja schon bis hier. Das jetzt noch hier hochbringen, wäre jetzt nicht das Thema. So, die Advanced Furnace. Eins der Hauptsysteme. Das sehe ich ehrlich gesagt hier. Oder tatsächlich da. Warum hier? Hier habe ich das ein bisschen im Griff. Mit der Furnace. Ich kann nicht hergehen und eine Störungsanalyse machen im Zweifel. Ich muss nicht raus. Das wäre, glaube ich, auch geil. Darf ich das mal dahin haben? Meine Güte. So. Ich könnte die Furnace natürlich auch. Oder über zwei Felder tatsächlich. Wo eins muss gehen. Ich meine, er soll ja auch automatisch laufen. Man könnte hier aber auch eigentlich noch einen kleinen Abstecher machen. Der es denn tatsächlich hier hinbringt. So, und die wird rein mit Hotgas betrieben. Hotgas rein, Hotgas raus. Denn in zwei unterschiedlichen Richtungen. Da kann ich eigentlich das rote Rohr direkt anschließen. Ohne Pumpe, ohne alles. Weil wir brauchen ja keine Kühlung.
Und wieso? Ja, irgendwie so muss es werden, ja. Ja. Und dann mit schönen Türen zwischen. Mindestens zwei. Dann geht es hier nachher raus. Und da mache ich den aber wirklich. Eine Schleuse, die sie gewaschen hat. So. Dit dazu. Hat braune Truhe. Denn jetzt erstmal diese Rohre hier, die können hier erstmal rein. Dann können wir noch Insulated Pipe machen. Ein Stahl. Dann müssen wir wieder Stahl machen. So. Wir machen das wie folgt. Output. Output. Machen wir, ja. Output legen wir in einer kleinen Schleife. Einfach nur um Größe, um Rohrgröße zu gewinnen. So, in einer kleinen Schleife, vielleicht noch eine und dann in eine Atmospheric rein. Und dann in eine Atmospheric rein. In einer Atmospherics rein. Denken. So, hier, genau. Und hier ist ja denn der. Ja, so ist besser. Atmospherics. Ich möchte natürlich an die Filter rankommen. Daher werde ich die Atmospherics blöd anschließen. Die Atmospherics blöd anschließen.
So. Wir haben ein bisschen Volumen am Ausgang. So, dann. Nehmen wir rotes Rohr. Oh, kannst du mal bitte dieses Rohr rot streichen? Meine Fresse. Wo ist denn jetzt? Hier ist alles voll. Achso, der ist da drin. So. So, Input. Das wäre jetzt erstmal diese Geschichte. Podcast wird da produziert, hier nochmal rausgespalten und geht denn da rein. Und wird hier entnommen. Das ist die Hotgas-Entnahme. Dann wird es da produziert. Das ist eigentlich nur der Füllautomat. Und da wird gefüllt, hier erhitzt, da wird produziert und hier auch hier wird entnommen. Das heißt, das ist quasi das Hot Waste Gas und das Hot Waste Gas wird von ihmchen hier die kommen quasi zusammen. Und das wird so gemacht. Wir müssen Stahl machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs davon. Hydration critical. So. Genau. Also das Handling mit den ganzen Stoffen, die da so entstehen, ist schon nicht so einfach.
Meier der Treibstoff kalt sein soll. Demnächst sollen ja ein bisschen Flüssigkeitsführung hier kommen. So, dann haben wir das. So, müssen wir noch irgendwas futtern? Wir müssen oben am Tisch. Und der Strom. Gut. Kann ich Nummer 2. Nein, Silber habe ich. Siebenmal einmal Silber. Warum ich das immer mache? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gibt sowieso noch einmal rein. Man gibt sowieso noch einmal rein. Das ist ein Ding. So. So. Medizinische Pillen produziert. Die schon mal nicht schlecht werden. So, und dann brauchen wir hier noch die Mühle oder was das auch immer ist. Wo ist die Mühle? Hier geht sie vom Krach, aber hier ist mir so zu laut und deswegen da hinten. Da machen wir dann noch Türen vor. Wie heißt denn das Teil?
ist sicherlich keine Mühle. Reagent Prozessor. So, den brauche ich da oben denn. Und dann machen wir erstmal Weizenmehl. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelhäuschen stiehlt. So. Flowers. Keine Ahnung, wie man das nennt. Cereal Bar. 50 Flower. Gramm. Also einer ist 5 Gramm. Ja. Yeah. Das unendlich? Kann ich das hier echt in die Ecke stellen? Flower? Ja. So. Seeds machen die noch. Die machen noch Seeds. Guck mal in der Schau. Gut. Kann ich also nur in Microwave machen. Mir fehlt hier neben noch ein Tisch. Einen habe ich noch. So, dabei sollten unsere Rohre auch fertig sein. Ich bringe jetzt den Tisch noch hoch. Und dann reicht mir das. Genau. So, SO unter der Mitte SCH wie Banane. Rohre verlegen. So. Sehr schön. Oxygen low. Ja.
Habe ich bei jetzt hin. So, dann haben wir doch hier schon mal eine solide Grundlage geschaffen. Da müssen wir bloß noch rausfinden, wohin damit. Dahin damit bedeutet, hier kommt ja Gas 1000 Kelvin und kälter raus. 1000 Kelvin und kälter kommt da ja raus. Und diese 1000 Kelvin werden aufgeheizt durch das Gas, was da rauskommt. Und da sind ja alleine schon 1000 drin. Ich weiß es nicht. Das kannst du eigentlich nur noch in die Stirling packen. Kannst du eigentlich nur noch wieder nach darüber in die Stirling packen. Das muss gesammelt da rein. Muss gesammelt in die Stirling rein. Und das wäre wiederum auch das Gas, womit wir Dinge beheizen. Das wäre unser Heizgas. So, und das muss dann in die Stirling rein. Und wird dann dementsprechend abgehandelt. Wieso? Moment. Moment. Diese Furnace, das ist ja keine Furnace zum Schmelzen von Barren. Das ist ja eine Furnace. Ja. Komplizierte Alloys schmelzt. Das ist ja gar nicht mehr so wie früher. Tja, da muss ich mir noch Gedanken drüber machen. Aber das war ein bisschen voreilig, das Hotgas da anzuschließen. Das war wirklich voreilig. 2850 Grad. Tja. Das ist hot. Also der Tank, der ist wirklich strong unterwegs. Der heizt das noch mit zusätzlich auf. Das heißt, der ist eigentlich der Kollege, der hier oben drauf steht, der auch bei diesen Kollegen oben drauf stehen kann. Und das Medium Heat Management macht. Da ich hier aktuell nur kalte Sachen mache, in diese 769 Grad, dann weiß ich nicht, ob er dafür noch. Dafür müsste eigentlich die ganze Zeit den hier oben nutzen. Wird natürlich auch kälter dadurch, ja. Hm. Ja, aber hier müssen wir ja das gleiche aufbauen. Wieder. Das heißt, die Furnace muss mindestens zwei groß werden. Zwei Felder groß.
also bis hier. Und denn so, das heißt, da ist ja genau, die müssen zwei groß werden. Und dann müssen wir da den Mechanic mit reinbringen, die wir da sonst auch haben. Wir machen das typische Triple Rohr, was ihr von mir kennt, mit den drei Pumpen, die ihr von mir kennt. Und dann bauen wir das in diesem Zweifeld-Kollegen ein. Und dann passt es schon. Den kriegen wir da durchaus in den Griff. Beziehungsweise wir müssen das gar nicht Zweifeld groß machen. Der ist ja immer nur, der ist ja auch immer ein verlängert. Deswegen kann der eine hier auch von oben kommen. Klatsch. Obwohl der da auch nach innen weggeht. Genau, der lädt da erst rein und der lädt ihn weg. Ja, also, ihr kennt es, so ist es. So bleibt es. In engen Hosen reibt es. So, das heißt hier, der kommt dann erstmal zurückgebaut. Genau. Und dann brauchen wir noch das Cold Gas Gelumpe. Aber das, Leute, in der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge machen wir die Ausstattung da. Und dann müssen wir das Gasmanagement da nochmal ein bisschen überarbeiten. Ich war auf Barrenschmelzen aus. Aber wir schmelzen ja hier keine Barren. Wir schmelzen hier auch alle anderen Alloys. Deswegen, ja, ist wie es ist. Ne, habe ich nicht ganz auf dem Zettel gehabt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Lasst trotzdem gerne einen Daumen hoch da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!